Mut drauf! Da steht jemand. Start! Hallo Freunde des Paranormalen und willkommen zu einer neuen Episode und zu einer neuen Staffel Para Inc. Die Geisterjäger. Ja, mittlerweile geistern wir seit 7 Jahren durchs Netz und es macht immer noch genauso viel Spaß wie am ersten Tag. Zum Auftakt von Staffel 7 geht es um die Geschichte von Pasquale. Pasquale kaufte vor circa 7 Jahren eine wunderschöne Immobilie, die er sich so herrichten wollte, dass er sich dort mit seiner Familie wohlfühlt. Und da die Räumlichkeiten groß genug waren, wollte er auch seine Firma dort reinbauen. Warum auch nicht? Wäre da nicht diese eine Sache? Nämlich, diese Immobilie war sehr lange Zeit ein Bestattungsunternehmen. Pasquale dachte sich damals nichts groß dabei und kaufte diese Immobilie. Doch was dann passieren sollte, war so nicht geplant. Aber ich möchte jetzt im Vorfeld doch gar nicht mehr allzu viel darauf eingehen. Das kann euch Pasquale jetzt selber erzählen. Jo, Pasquale, jetzt sitzen wir heute hier. Wir wollen dir helfen. Wir haben ja den Fall quasi von einem anderen Team übernommen, weil die zu weit weg waren und was du mir erzählt hast, hat mich sehr bewegt, aber kannst du vielleicht einfach schildern, wo ist dein Problem? Mein Problem, was ich eigentlich habe, schon seit geraumer Zeit, beziehungsweise schon seit mehreren Jahren, ist einfach Misserfolge, sei es im beruflichen Sinne, beziehungsweise auch im privaten. Hauptsächlich, was ich sag mal meine Partnerinnen eigentlich ausmacht, dass da einfach immer so ein Misserfolg stattfindet, man kann machen, was man will. Letztendlich geht es in die Brüche und man befindet sich eigentlich immer in diesem Trauer- und Wiederanfang. Also das ist immer so ein sehr Weg, irgendwo hinzukommen und man schafft es einfach nicht. Ne? Das ist einmal in der Beziehung und im Beruflichen genau dasselbe. Ist mir natürlich erst aufgefallen, wo ich dieses Objekt hier gekauft habe und umgebaut habe, da ist es eigentlich schlimmer geworden. Ne? Gut, man könnte sich jetzt die Frage stellen, was hat das eine mit dem anderen zu tun? Man muss halt auch dazu sagen, diese Immobilie war vorher ein Bestattungsunternehmen. Genau. Ja. Da kommen wir ins Spiel, ja, weil wir hatten uns ja unterhalten und ich hatte gesagt, es könnte natürlich auch was damit zu tun haben, weil jetzt kommt halt noch hinzu, deine Ex-Partnerin hat berichtet, dass sie nachts an den Füßen gepackt wurde. Ja, also zwei haben eigentlich davon berichtet, ich kann ja sagen, einer davon, die wurde an den Füßen gezogen, versucht rauszuziehen, eine ältere Person wurde gesichtet und dass irgendjemand ihr auf der Brust praktisch draufgedrückt hätte oder draufgesessen wäre, so in dieser Art hat es geschildert. Da habe ich damals noch gar nicht so viel Wert drauf gelegt, wo ich gesagt habe, okay, das war ein schlechter Traum. War auch relativ ganz am Anfang, wo ich hier im Haus war. Der richtige Sinneswandel ist es eigentlich mit der letzten Freundin eigentlich, wo zur Brüche gegangen ist. Ist mir aufgefallen, sie hatte das Ähnliche praktisch berichtet, dass sie, wenn sie 3-4 Tage hier war, sie einfach auch immer einen Druck auf der Brust hatte, keine Luft gekriegt hatte und das Gefühl hatte, sie müsste flüchten. Also du selber hast ja auch schon das ein oder andere erlebt. Aber was so der wichtige Knackpunkt ist, ist, dass du ja quasi selber berichtest oder deine Erfahrungen so sind, dass diese Pechsträhne und diese Ereignisse angefangen haben, nachdem du das Objekt hier gekauft und umgebaut hast. Genau. Ist eigentlich so der ganz klassische Spuk. Wie oft werden alte Häuser gekauft?
ist alles gut, dann fangen die Umbauarbeiten an und selbst dann kann schon Spuk auftreten, weil die Entitäten nicht wollen, dass irgendwas verändert wird. Mhm. Die können sich damit irgendwie nicht arrangieren und das könnte natürlich hier der Fall sein. Ich finde es interessant, hättest du jetzt gesagt, dass es nur eine deiner Ex-Partnerin passiert ist, hätte ich dir die Frage gestellt, wie glaubwürdig das ist. Mhm. Aber dadurch, dass beide unabhängig diese Erlebnisse hatten, kann man davon ausgehen, dass irgendetwas hier ist, was dir dein Leben zur Hölle machen wird. Ja, eigentlich schon. Ja. Du hast mir sehr viel erzählt, sehr viel, wo ich mir jetzt denke, ich gehört vielleicht auch jetzt nicht alles hier. Mhm. Ja? Aber es ist schon heftig, das mit deinen Hunden kannst du vielleicht nochmal anschauen. Ja, genau. Ja. Also einmal ist der Hund von meiner Lebensgefährtin verstorben. Der war 8 Jahre. An Krebs schlagartig, davor war alles in Ordnung, also als ob man Lichtschalter ausgemacht hat. War ein schöner Tod, muss ich einfach sagen, er hat nicht gelitten und gar nicht. Nur meiner halt, der dann 8 Wochen später hier in einem See bei uns dann ertrunken ist, tragischerweise mit meiner Freundin zusammen. Das hat er dann auch nochmal bestätigt, dass ich eigentlich nicht gerade vom Glück verfolgt werde, sondern immer in dieses Trauermodus reinrutschen muss. Mhm. Und das hat mich eigentlich schon nochmal dazu bewegt, euch da zu kontaktieren. Mhm. Weil der Hund war fit, war sehr sportlich, kerngesund. Und vor allem sie musste halt zugucken, wie unser Hund eigentlich ertrinkt. Schlimm. Ist halt für sie ja nochmal eine härtere Nuss wie für uns. Ne? Ja. Daraufhin ist sie dann auch geflüchtet, so kurze Zeit später. Ich sag mal so, man kann es halt auch irgendwo nachvollziehen. Klar, für dich ist das ein schwerer Schlag, aber für denjenigen, der dann hier in dieser Situation steckt und der Gegenteil mal will, nimmt vielleicht dann irgendwann den einfachsten Weg und geht einfach. Ja, klar, natürlich. Klar wollen wir gucken, dass wir dir jetzt soweit helfen, dass sowas nicht mehr passiert und dass du vielleicht einfach mal wieder ein normales Leben führen kannst. Ja, wäre super. Und dir vielleicht auch wieder mal auffällt, hey, ich glaube, ich habe gerade ein Stück, weil das fehlt, glaube ich, jetzt momentan. Ja, ja, klar. Also ich bin schon in so einer, naja, nicht Depri-Phase, aber schon in nicht gerade... So eine Festspirale. Ja, genau. Ich komme da einfach nicht raus. Dann hattest du mir erzählt von der Wahrsagerin, an alle Wahrsagerinnen da draußen, nicht böse nehmen. Ich bin immer sehr vorsichtig bei sowas, gerade wenn es darum geht, wenn Leute Geld nehmen. Aber die Wahrsagerin, die du hast, die scheint echt auch Fähigkeiten zu haben, weil das, was sie äußert, meine erste Vermutung war. Und meine Vermutung, ja, es manifestiert sich, dass es tatsächlich so ist, dass es nicht darum geht, dir jetzt persönlich körperlich zu schaden, sondern dein ganzes Umfeld. Mhm. Quasi, da wird um dich herum eine Situation erzeugt, die einfach immer nur traurig für dich ist. Mhm. Pech, 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 da klappt nichts, da, Pech. Ja, und man muss ganz einfach davon ausgehen, dass irgendetwas hier ist. Unserem Klienten wurde gesagt, dass hier definitiv keine Leichen eingebettet wurden, was ich ein Verkaufsargument finde. Ich glaube, das ist so ein abgedroschener Spruch, dem jeder so serviert bekommen hat, der Interesse an dem Projekt gehabt hat, am Ende, weil vieles da halt komisch. Du hast dir gedacht, mir macht das nichts. Genau. Ja, so verschieden sind Menschen, also ich hätte es definitiv nicht gekauft, weil ich einfach dazu abergläubisch bin. Finde es aber toll, wie du am Anfang damit umgegangen bist. Mhm. Würde ja nicht jeder machen. Eigentlich gehört das belohnt, aber wir wissen ja jetzt, hast du ja gerade so kurz angeschnitten, wie das alles läuft. Und Leute, ich meine, ihr könnt euch vielleicht in diese Situation reinversetzen, wenn jemand über so viele Jahre so viel Pech hat. Ja, also das geht an die Nieren, das geht in die Psyche, das ist einfach untragbar. Ihr kennt unsere Arbeit, wir können natürlich nichts garantieren. Aber wir werden alles heute Abend geben, um Pascal zu helfen. Ja, und wir werden natürlich auch gucken, dass wir hier räuchern und einfach der Sache auf die Spur kommen. Wer ist hier? Wie viele sind hier? Was wollen die? Warum machen die dir dein Leben so schwer? Du hast niemandem was getan. Nee, eigentlich nicht. Außer, dass du halt diese Immobilie gekauft hast. Aber das kann ja jetzt nicht so sein, dass du jetzt quasi, wie du vorhin schon gesagt hast, überlegen musst, entweder verkaufen oder das weitererleben. Mhm. Ich kann dir aus Erfahrung sagen, es gibt auf jeden Fall einen besseren Weg, dass du nicht verkaufen musst, dass du hier ganz normal weiterleben kannst. Mhm. Und hast du irgendwelche Fragen zu dem, was wir heute Abend machen? Ja, Fragen. Also die Fragen habt ihr mir ja vorhin beantwortet. War ja schon das Wichtigste. Ja, genau, das war das Wichtigste auch für mich, wie wir hier einfach vorgehen. Eigentlich keinerlei Fragen gerade. Ne? Gut.
Schön, dass ihr da seid, vor allem, dass es so schnell geklappt hat. Das muss man auch mal sagen. Also die Dringlichkeit wurde erkannt. Und, definitiv. Ja. Also ich hatte dir ja auch schon am Telefon gesagt, wir sind eigentlich bis nächstes Jahr Februar komplett ausgebucht. Mhm. Aber ich denke mir immer so, hört ihr die Leute an. Mhm. Ja, jeder hat so sein Päckchen zu tragen und ich fand das ja so herzzerreißend, was du mir da erzählt hast, weil ich selber auch diese Situation hatte und ich hatte tatsächlich diese Anhaftung. Ich hatte jemanden, der mir gefolgt ist und der mir genau das zu spüren gegeben hat, was du mitmachen musstest. Ja. Also war ganz schlimm für mich, wenn ich überlege, wie lange du das schon mitmachst. Mhm. Hut ab, wirklich. Ja. Also bist schon ein starker Mensch, dass du das so lange auf alles sitzt, ausgehalten hast, muss man ja schon fast sagen. Ja. Also ja, bin schon sehr stabil, aber auch ich werde mal müde. Ja. Ja, klar. Der stärkste Mensch kriegt irgendwann ein, weil irgendwann sind alle Akkus aufgebraucht und woher willst du neue Kraft schöpfen, wenn du nur Pech hast? Ja, und da ist halt vielleicht, genau da wollen die wahrscheinlich hin, sage ich jetzt einfach mal. Ja, das sehe ich ganz genauso wie du. Du wirst uns jetzt gleich mal hier durch deine ganzen Räumlichkeiten führen, dass wir einfach gucken können, wo wir Kameras aufbauen können, was es noch so gibt. Also ich hatte dir ja jetzt gerade eben gesagt, dass ich, als ich hier reinkam, eigentlich kein schlechtes Gefühl hatte, aber umso länger ich hier drin war, ich irgendwie so eine Art Traurigkeit verspürt habe. Passiert mir auch nicht an jedem Ort. Also ich bin wirklich gespannt, was wir da aufnehmen. Und ja, meine letzte Frage ist, du bist damit einverstanden, dass wir heute hier sind, dass wir das alles dokumentieren? Ja. Sehr gut. Und auch veröffentlichen, wenn es sein muss. Gut. Das heißt auf gut Deutsch, hier stehen noch Leute, andere Leute, wenn die sind, ist egal, die wollen nicht zu sehen sein, das wird auch absolut respektiert. Nach Parang-Art wird niemand gezeigt, der nicht zu sehen sein möchte, aber wir haben heute Abend das Vergnügen mit dir und wir freuen uns auf jeden Fall auch, dass wir hier sein dürfen und dass du uns da auch wirklich vertraust. Und eine Sache noch, wir kriegen kein Geld von dir. Nein. Also ausschließlich kein Geld. Wenn ich was mache, mache ich das freiwillig aus meinen Zügen, aber es wurde kein Geld verlangt. Und das kann ich bestätigen und auch beschwören. Weil wir hatten ja mal über die Konkurrenz gesprochen, die so gemein sein kann. Das habe ich auch gelesen, habe ich gelesen und auch gesehen. Vielleicht mal ein kleiner Link von mir, finde ich nicht gut. Also unter Geschäftsleuten, und ich bin selber Geschäftsmann, macht man sowas nicht. Finde ich feige und vor allem nicht respektvoll. Hört, hört. Ich sehe das genauso. Damit tun wir das Kapitel auch direkt schon wieder schließen und gucken uns jetzt ganz einfach mal so ein bisschen um und du zeigst uns alles. Gerne. Ja? Wollen wir mal. Läuft jetzt immer mit? Ne, wir machen jetzt einen Break. Achso, das wollte ich sagen. Komplett hoch. So. Es geht noch ein Stück. Das ist ein schönes Bild. Achtung, die Tür ist alt geblieben. Okay. War das auch hier, wo du die komischen Sachen gefunden hast? Ja, also hier war das Ganze für uns gebrochen. Diese ganzen Nazi-Sachen haben wir eigentlich hier gefunden. Und eigentlich war es so, für mich alles täuscht, war alles so in diesem Raum. Mhm. War das alles hier rein. Und hier ist dieses Mädchen anscheinend verunglückt, aus diesem Fenster. Aus diesem Fenster? Ja. Also Leute, es gibt auch die Story, also es ist keine Geschichte, es ist eine Tatsache, dass ein kleines Mädchen hier aus diesem Fenster gestürzt ist. Weißt du ungefähr, wann das gewesen ist? Das muss um die 1920, also 30, also es muss ganz lange her sein. Ich bin richtig aufgeregt vor dem Fenster. Kann jetzt natürlich sein, die Psyche, man weiß das, ja, aber das ist schon komisch. Von wegen auch der kleine Schatten und so. Mhm. Weiter. Ja. Wollt ihr alles reingucken oder alles anschauen? Ach, jetzt so Nebenräume oder so. Das ist nur wenn es interessant ist. Nee, das brauchen wir nicht. Logisches Bad, keine Ahnung. Nee, das brauchen wir nicht. Das brauchen wir nicht. Eher unwahrscheinlich. Ja, das sehe ich auch sehr. Ja, also hier. Ich spüre permanent, dass die Pilze hier rumlaufen, sonst ist es ganz komisch. Hier,
Ja, hier auch. Du zeigst auf das Fenster und sagst, das ist das Fenster. Ja, und ich meine, ich bin echt schon langsam ein alter Hase. Mir reicht eine Story nicht aus, dass ich irgendwie Gänsehaut kriege oder so, aber da habe ich echt was gefühlt. Okay. Also das ist keine Geschichte, da ist definitiv was passiert, bin ich mir ganz sicher. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Das fühlt sich schon komisch an. Ich habe richtig Herzrasen eben, wo ich vor dem Fenster gestanden habe. Ich habe gemerkt, oh, was ist jetzt los? Was hast du jetzt noch? Okay. Ich war gerade ein Geräusch. Ja? Was stehst du? Hast du gerade geschmatzt? Hast du gerade geredet? Oder geschmatzt? Jetzt war so ein Klaps. Aber ich hab's auch gehört. Das warst du dann? Also ich hab ihn angeguckt, der hat nichts gemacht. Nee. Und vor allem, es kam jetzt vom Berry, es kam tatsächlich von da hinten. Also ich habe einen Schwarzen gehört. Ja, ich auch. Ja, du hast recht, es kam auf jeden Fall von da. Ja, sag mal, wir haben von einem kleinen Mädchen gehört, was hier rausgestürzt ist. Kann das sein, dass das Mädchen noch hier ist? Und gerade sich bemerkbar gemacht hat. Weil, falls ja, du brauchst keine Angst haben, wir sind keine bösen Menschen. Wir wollen einfach nur gucken, wer noch so hier ist, den man nicht sehen kann. Ich schwöre, ich habe was am Finger berührt. Ich schwöre. Ich schwöre, ich habe was am Finger berührt. So. Okay. Also falls du den Stefan jetzt wirklich berührt hast, du kannst uns alle berühren. Wir machen später noch Geräte an oder zum Beispiel hier auf die Kamera kannst du auch reden. Kannst sagen, wer du bist und warum du noch hier bist. Du hast heute Abend ganz viel Zeit, uns das zu erklären, falls du hier bist. Ich leg dir das jetzt mal hierher. Dann darfst du gerne mal mit die Lichter spielen an dem Gerät. Dazu musst du einfach nur hingehen. Und da leuchten so bunte Lichter. Du brauchst keine Angst haben, das macht nichts. Einfach nur anfassen. Tipp mal mit dem Finger drauf. Also das Geräusch war komisch, das habe ich auch gehört, ja. Wie stellst du mir die Haare gerade auf? Also, wir machen einfach mal weiter, weil wer auch da ist, wird uns folgen, um zu gucken, was wir jetzt machen. Und wir gucken dann einfach uns erstmal alles an. Ich lasse alles an. Aber als jetzt schon dieses Schmatzen war, habe ich mir gedacht, kann man halt auch mal probieren. Schon mal kommt ja was. Also, ich habe es gehört. Ja, also ich definitiv auch. Ich habe auch erst gedacht, es wäre Bär gewesen. Darum habe ich ihn gelangt heute vorhin. Also wenn es irgendwelche Räume gibt, wo wir nicht mehr sind, kein Problem. Ich würde sagen, wir fahren mit dem Thema nochmal einen Rundgang. Mhm. Also das ist schon so. Hier hat auch eine Haushälterin mal gewohnt, sagte man hier. Okay. Also eine frühere. Soll da auch was passiert sein oder hat die nur hier gelebt? Die hat hier gelebt. Ach, die hat hier. Okay. Hier und dann im Zimmer von meiner Tochter noch. Mhm. Die Haushälterin hat zu dem Betrieb gehört, also zu dem Stadtungsinstitut, oder war das irgendwie... Das war so eine Hausmaid, denke ich mal. Okay. Ja. Also es hat noch jemand... Ich bin jetzt gerade erschrocken, ich habe die Hand nicht gesehen, dann sehe ich, wie die Tür zugeht. Okay. Wir haben auch nichts, ne? Keine Veränderung. Also das ist jetzt so der erste Raum, wo ich drin bin, der total neu dran ist. Also hier merke ich gar nichts. Du, Betty? Also ich merke da echt, nada. Da war es jetzt gerade oben komisch, auch mit dem Geräusch. Also ich hätte jetzt echt wetten können. Aber wer weiß, vielleicht ist was auf der Kamera drin. Stell dich mal hier in den Durchgang. Da hast du das Gefühl, als wenn hier ein Luftzug aber sowas von dermaßen an dir vorbeischießt. Das ist
Ja, wenn du dich da an den linken Holm hinstellst. Ja, man merkt schon ein bisschen. Ja. Da ist Schluftzug. Ja. Gut, das kann natürlich sein, ne? Wer weiß. Ist aber alles zu. Ja. Okay. Also hier lässt, bleibt jetzt hier auf, ja. Interessant. Mhm. Ja, was war denn, wie du mal vor? Achso, haben wir noch einen Raum. Ja, okay. Hier haben wir noch einen Raum, ja. Das ist ein Schlafzimmer. Aha. Wo das ist da stattgefunden hat, mit dem am Fuß ziehen bzw. Luftmangel. Auch wieder anders, der Raum. Ganz kalt. Anders. Der ist immer kalt. Der ist immer kalt. Ich wollte gerade sagen, dass der ist immer kalt. Das liegt daran, dass Heizkörper, die aussehen. Ja, ja, die sind, der ist hier immer kalt. Aber, na gut, dann kann aber der Zug da draußen tatsächlich daher kommen, weil hier haben wir es ja warm, ja. Hier drin kalt, dann ja. Zieht es die kalte Luft raus. Ja, das kann sein. Dann könnte es daher kommen. Die Luft ist von hier, die jetzt quasi dann da am Rahmen vorbei ja. Sich bewegt. Wo kommt das her? Oh je, das habe ich bestimmt schon 20 Jahre. Eine alte Kirchenbank, eine alte Schulbank. Mhm. Ah, Stefan, kannst du gerade mal? Also mega schönes Objekt, aber es ist mir direkt, als ich hier reinkam, ins Auge gefallen, natürlich auch wegen dem Alter. Seit 20 Jahren, gut, aber es deckt sich halt auch nicht mit dem, was du erzählt hast. Nee. Also das Haus ist schön ruhig. Sollte später auf unsere Aufforderung was passieren, hören wir es. Definitiv. Weil sonst haben wir immer das Problem, dass Nachbarn so laut sind, nee, und man es am Ende gar nicht abschätzen kann. War das jetzt was? Oder was ich dir auch noch erklären muss, viele Geister sprechen auf diese Kameratonspuren. Mhm, also 80-90% unserer Botschaften, die wir bekommen, kommen über die Kameratonspuren. Also alles, was mit Elektrik zu tun hat, ist halt für Seelen ganz einfach zu benutzen. Mhm. Ja. Okay, gut. Aber wie gesagt, ich merke hier definitiv was drin. Sag mal, der Akku war doch auf 100%, ne? Ja. 77. Oh. Das heißt, auf gut Deutsch muss ich dir auch kurz erklären. Zieht die immer Strom. Die können auch Strom ziehen. Merke ich an mir und merke ich an meiner Ex-Lebensgefährtin. Ach ja. Ja, ja. Okay. Also auf jeden Fall gerade eben von 100 auf 77%. Ja, und kurz bevor du das sagst, ist mir so richtig schwummerig geworden. Echt, jetzt ist mir so richtig kurz so, oh, okay. Oh, ne. Geht schon wieder los. Geh mal aus dem Raum mal raus, den können wir nachher untersuchen, aber das fühlt sich komisch an. Es geht schon wieder los. Du schläfst ja noch, hast du auch? Ja, ja, ich schlafe hier zwar nicht durch, aber ich hab... Wie lange schläfst du so im Stück? 3 Stunden, was? 4 Stunden, ja, ja. Also Leute, den Raum sollten wir echt im Auge behalten. Echt jetzt. Mhm. Also mir ist eben ganz, ganz komisch geworden. Ja gut, du, Bertie, das ist ja schon fast normal. Was man so wenig schlafen tut? Ja, 3-4 Stunden schläft ich auch. Ich weiß nicht, altersbedingt, aber... Nee, also ich denke mal mit 50. Nee. Also ich... Es kann also, es ist immer das komisch. Ist, du hast ja davor einen normalen Schlaf gehabt. Ja, ja, schon. Ja gut, ich habe schon einen stressigen Job und da merke ich es halt auch. Dann geht halt schon viel durch den Kopf oder so und dann schläft man die eine oder andere Nacht nicht. Das ist ja klar, wenn man Sorgen hat sowieso. Klar. Wenn man Ängste hat, so wie jetzt auch. Mhm. Aber dass ich sagen kann, ich schlafe jetzt mal so richtig K.O.-Schlaf, eigentlich nur tagsüber. Krass. Also ich kann dann die ganze Nacht nicht schlafen und tagsüber kann ich dann schlafen. Mhm. Aber nachts, wenn es dunkel ist, nicht. Da bin ich irgendwie komisch. Helle. Ich bin gespannt, ob der Raum noch irgendwas uns bringt. Ja, gehen wir mal weiter. Jo. Ja, rechts. So, jetzt ist das Zimmer von meiner Tochter. Wie befand sich eigentlich ein Büro mal vor Bestattung? Nicht geschäftlich, sondern privat. Mhm. Und hier im separaten Raum war ein Zimmer von einem Angestellten des Instituts. Okay. Der hat dann hier geschlafen. Ich denke, das war halt einfach auch so ein... Leichenbestatter, Helfer oder so, der einfach in den ganzen Prozess ausgeholfen hat. Und der hat hier auch geschlafen. Meiner Meinung nach absolut neutraler Wohnung. Mhm. Ich merke jetzt auch nichts, merke hier gar nichts. Absolut nicht.
Ganz im Gegenteil, das ist gerade so der erste Raum, ja, wo ich mir denke, hier ist alles okay. Mhm. Was sagst du? Schon wieder 3% weg. Komisch. 4% und ja, ich sag ja, das ist hier. Hier fühle ich mich auch nicht, also das Herzrasen ist hier nicht. Also das finde ich auch sehr neutral. Also brauchen wir uns auch gar nicht lange aufhalten hier. Ja. Können wir direkt weitermachen. Ja. Ja. Soll ich das Badezimmer? Ausschlag. 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 Okay. Hast du es drauf gehabt, Markus? Müsste drauf sein, ja. Ah, da oben ist eine WLAN-Box. Wo? Da auf dem Spiegel. Okay. Geh mal ein bisschen näher dran. Ja, ja, ja. Alles, ja, alles klar, dann erklärt sich's. Ja. Die habe ich nicht gesehen, die Wand. Nee, ist mir gerade eben aufgefallen, weil das war jetzt mein erster Blick, ist hier irgendwo eine WLAN-Box. Badezimmer war höchstwahrscheinlich also, auch mal eine WLAN-Box. Nee. Ich kann dir nicht sagen, was das war. Konntest du auch so beim Umbau nicht irgendwie feststellen, was es mal gewesen sein könnte? Ich glaube, eine Küche. Küche? Das könnte gut sein. Ich glaube, eine Küche. Das könnte gut sein. Ich glaube, es war eine Küche, weil hier war, die Wand ist geblieben, die sind neu dazugekommen. Hm. Ich glaube, das war mal eine Küche, ja. Aber eigentlich auch neutral. Der krasseste Raum war jetzt tatsächlich Schlafzimmer. Schlafzimmer und das mit dem kleinen Fenster und so. Das wirkt auf mich echt merkwürdig. So, hier ist ein kleines Gäste-WC. Da passen wir nicht alle rein. Nee, das brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Nee. Was? Dieser Fleck ist von meiner Tochter, das ist Waschmittel. Okay. Auf dem Naturstein sieht es dann so aus. Also, wusste ich auch nicht. Alles andere kann man wegwischen, aber ja. Wir gehen trotzdem hier durch, ne? Ja, das ist hier dann das Wohnzimmer. Also hier ist mir eigentlich noch nie was aufgefallen, außer dass ich vom Sofa aus in diesem Raum einfach ein paar Schatten gesehen habe. Das ist mir aufgefallen, aber sonst habe ich jetzt noch nichts Negatives gefunden. Sind das so Schatten, die eher durchsichtig sind oder sind das schwarze Massen? Ich sag mal, ein schwarzer Schatten, durchsichtiger auch. Ach, also okay. Wo, ich will auch nicht sagen Umrisse, sondern einfach nur so wie so eine schwarze Schattierung. Okay. Also das habe ich... Hast du auch hier gesehen? Ja, also ich habe das im Esszimmer gesehen, wo wir es dann gleich reingehen. Genau. Kannst du uns nochmal genau zeigen, wo du den kleinen Schatten gesehen hast? Und den kleinen Schatten habe ich eigentlich immer hier vorbeilaufen sehen. Die Bewegung ist einfach in dieser Höhe. Okay. Wo auch die Vermutung ist mit diesem kleinen Kind, was wirklich auch so groß war, weil es war noch ein Säugling. Von dem her... Okay. Also, wie ich das mal gelesen und erfahren habe. Wie hast du das erfahren? Ich habe es einmal über den vorherigen Besitzer erfahren. Und ich habe vor vielen Jahren mal im Internet recherchiert und unter anderem ist dann auch, stand es auch da drin. Ja. Den großen Schatten hast du hier Richtung Spiegel gesehen? Also den großen Schatten, ich stelle mich mal einfach mal dahin. Der große Schatten ist eigentlich von hier bis zur Hälfte des Spiegels, habe ich da ungefähr gesehen. Also das waren so, ich sag mal 2 Meter, wo ich diesen Schatten von drüben einfach gesehen habe. Konntest du diesen Schatten auch im Spiegel sehen? Nein. Mega, sehr gut. Das ist sehr interessant. Das ist sehr interessant. Das ist definitiv nichts Natürliches gewesen. Sonst hättest du es auch im Spiegel. Ich meine nicht. Also, definitiv. Es war auch keiner da, wo Schatten hätte schmeißen können. Ich war alleine hier im Haus. Es ist schon kein durch Licht, weil das Licht war aus. Ich habe das ja eigentlich nur so gespiegelt gesehen, weil ich halt drüben Fernsehen geschaut habe, denn sonst nichts. Okay, also du hast quasi diesen Winkel hier gehabt. Genau. Ich gucke mir das gerade mal an. Und du hast jetzt hier in der Mitte gesessen? Nee, rechts. Genau hier. Und da hinten, genau. So saß ich da. Ich habe es eigentlich so gesehen bis zur ungefähr bis hierher. Gut, also dadurch, dass die Entfernung jetzt nicht so weit ist, schließe ich jetzt von der optischen Täuschung aus, weil das sind jetzt keine 50 Meter. Sagen wir hier noch ganz kurz den Keller runter, dann können Sie den Keller anschauen. Das könnte interessant werden, ja. Das ist kein Keller mehr. Mhm. Also, hast du aufgebaut? Komm, ja. Okay.
Wellnessbereich. Wellnessbereich geworden, ja. Aber hier war wirklich ein Keller, ein Gewölbekeller. Hier stand auch ein ganz alter Waschsuper, wo man sich drin gewaschen hat. Ah, okay. Habe ich noch da, gehen wir da mal gleich mal hin. Oh, spannend. Ja. Okay. Der stand hier, wo ich gesagt habe, naja, die werden wohl hier keine Leichen gewaschen haben. Weiß ich nicht. Also das wäre eine Art und Weise, ich glaube, dass man das selbst damals nicht so gemacht hat. Okay. Kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Aber gut, schauen wir mal. Vielleicht haben wir ja Ausschläge an dieser Wanne. Ansonsten denke ich auch sehr normal. Ja, also... Hat bestimmt Wüste ausgesehen. Genau, sehr. Sehr, ja. Keller sind immer schwierig auszubauen. Aber ich denke mal, ich habe mal das Beste möglich draußen gemacht. Oh, mega. Super. Ja. Echt. Also. Jetzt fehlt noch das quäntische Griffpastal und dann kannst du echt ein schönes Leben machen. Ja, doch, dann kann ich mal vielleicht auch mal sagen, okay, jetzt noch mein Privatleben in den Griff kriegen und alles drum und dran. Ja, das denke ich auch. Da bin ich ganz guter Dinge. Ich auch. So, wenn ihr wollt, gehen wir mal in den Ursprungkeller rein. Mhm. Man sieht, man hat, das ist schon eine Riesenfläche. Das oh, ja. Ist eine nicht grüne Wunder. Okay, ich gerade eben kann ich das mit. Ah, ich glaube, dann kommen wir heute nicht mehr nach Hause. Ja. Also das ist noch so ein alter Ursprungskeller. Wo war, außer die Mauern sind ja, das war der Anbau, aber das sind die Kellerräume, die Wände von früher noch. Ne? Warum hat man diese kleine Tür hier reingebaut? Die hat man eine Vermutung. Und zwar? Sag uns zuerst. Also man hat es reingebaut, weil hier Sägespäne hier unten gelagert worden sind von der Schreinerei oben und die wurden dann hier raus transportiert. Okay. Dann lag ich mal komplett daneben. Ja, das ist die gleiche Vermutung wie ich. Was ja gut. Ihr? Da hätte ja sein können, dass man die Säge hier. Genau. Ach so. Aber dafür ist der Raum auch zu klein, um hier irgendwas zu lagern. Aber das war das Erste, was mir halt in der Größe so in den Kopf gesprungen ist, aber Sägespäne ist natürlich auch logisch. Ja. Ja gut, bei der Fläche lohnt sich das auch nicht groß auszubauen. Ne? Kann man so. Ja, den Keller, das ist ja nur für als die Keller benutzen. Für die Mieter. Ja. Nö, finde ich auch sehr neutral. Aber ich weiß jetzt schon, wo es mich komplett reißt, wenn meine Hände in diesen Schuppen gehen, wo die Särge und so gestanden haben. Ja, doch, doch. Das ist okay. Jetzt schon ein komisches Gefühl, wenn ich noch dran denke. Genau, wenn ihr hier rausgeht, mache ich hier noch Licht aus, weil okay. Ich denke, hier müssen wir nicht mal rein, ne? Nö, nö, nö. Das können wir komplett geschlossen reichen. Lassen. Okay. Ja, ja. Super. Der Mann mit der Kamera ist immer der Letzte. Den beißen die Hunde. Wollt ihr anschließend in den Keller runter oder nicht? Ich lass mal an, ich kann ja heute Nacht nochmal eine Runde drehen, gar kein Thema. Es sind überall LEDs, kostet kein Geld. Okay. Da drüben halt dann die Schreine rein. Ja, das ist nur Werkstatt, aber wir sehen noch ein paar. Ich hatte mal einen GTV gehabt. Oh, echt, oder? Ja, ja. Oh, das ist dem nochmal nachweisen. Also, ich glaube, das ist doch mal ein volles Auge. Wir haben sie 20 Jahre in der Garage vergessen. Ach komm. Ja, und der ist 22.000 Kilometer. Das ist super. Ja, ja, das ist so, hier stand jetzt der Leichenwagen drin. Der war noch vorhanden, als du hier warst? Als ich gekauft habe, ja, ja, war der hier, weil er hat noch über ein halbes Jahr hier gearbeitet, bis er dann ausgezogen ist. Das heißt, der Leichenwagen stand dann noch hier. Ja. Okay. Der wurde von dir entsorgt, oder? Nee, der Leichenwagen hat er mitgenommen, hat er verkauft. Ach so. Das war noch in relativ guten Zustand, ja. Okay. Und da drüben war dann praktisch die Ausstellung. Mhm. Das war hier
getrennt, das war hier zu. Ja. Aber hier stand der Leichenwagen. Aha. Und in diesem Bereich war die Ausstellung von den Särgen. Aha. Also das heißt, man kam von dieser Tür rein, hier war ein großes Kreuz und rechts und links waren dann praktisch die Särge. Aha. Mit Samtteppichen, also wie man sich so vorstellt. Ne? Also die wurden auch alle abgeholt oder hast du die erzählt? Die Särge, also die neuen hat er mitgenommen, die alten habe ich entsorgt, aber in der Leichenhalle, beziehungsweise in der Sarghalle drüben. Da kommen wir noch hin? Da kommen wir noch hin, ja. Und der Raum hier ist definitiv. Oh, komisches Gefühl hier. Ja, ja. Ja? Also auch ohne die Story jetzt merke ich hier auf jeden Fall auch was. Sollen wir Fenster zumachen, wenn es euch kalt ist? Oh du, das wäre lieb. Weil ich glaube, zwei von uns werden hier schon eine halbe Stunde verweilen. Nee, das muss nicht sein. Ja, das ist eine verzinkte Wanne. Mal gucken, wie groß die ist. Das ist schon so 2 Meter, ne? Also. Also, vorhin habe ich mir noch gedacht, nee, ich glaube nicht, dass man da drin vielleicht Leichen gewaschen hat. Aber wenn ich mir das jetzt so angucke, die Größe und dass sie aus Zink ist, wäre es möglich. Klar, wir können es nicht sagen, wir können nur spekulieren. Aber. Wenn du sagst, das Teil ist 2 Meter lang? Ja, das ist 2 Meter. Das sind einfach Solarlampen, die nicht mehr so richtig funktionieren. Okay. Wieder mal dein Glück, ne? Wieder mal mein Glück, ja. Beziehungsweise dein Cash. Ja. Wir machen es so, ich stecke diesen Schlüssel außen rein. Mhm. Ihr könnt dann praktisch von der Halle hier durch ins Haus oder außen rum, wie ihr wollt. Okay, das zeigst du uns dann gleich nochmal. Ich steck das jetzt hier ein, draußen, dann könnt ihr hier rein und raus, wann ihr wollt. Okay. Ja? Komisch. Ganz, es ist so ein bisschen drückend. Das kann, ja. Oh, ein bisschen ist gut. Ich sperre das bisschen die Beine. Ja, ich wollte es jetzt nicht dramatisieren, aber ja. Mir schiebt es auch die LWS gerade zusammen. Ne? Weil ich sagen muss, das ist der Neubau. Das wurde angebaut. Hat mit dem gar nichts zu tun. Das hat es mit dem Altbestand nichts zu tun. Außer, dass hier teilweise halt auch die Särge lagen. Mhm. Hier. Weil es war ein Carport nur, ja. Da stand halt der Leichenwagen, die Särge. Mhm. Aber sonst war hier, das hat nichts zum Wohnhaus gemacht. Diese Wände, diesen Boden, okay. Das habe alles ich gemacht, um das Büro zu erweitern. Okay. Aber trotzdem? Ja, das wird aber noch schlimmer. Okay. So, das gleiche ist hier dann praktisch im Serverraum. Mhm. Das ist das alte Gebäude, genau. Oh, Markus, lasst mal Markus durch, das muss er mal abfilmen, weil das ist echt wichtig. So sah das Bestattungsinstitut mal aus. Kann man das vom Jahr her eingrenzen irgendwie? Oh, dann müsste ich mal kurz auf vielleicht auf die Rückseite gehen. Also von den Farben würde ich jetzt mal sagen, das waren die 70er. Ja, das denke ich auch, so zwischen 70er Anfang. Ja. Gut, also man muss ja auch gucken, unten ist ja praktisch dieser Seit Namen, wann gibt es die Bildzeitung? Oh je, schon. Aber ich Bildwerbung. Die gibt es schon. Und jetzt hier praktisch linker Hand, da war der Eingang vom Bestattungsinstitut. Das ist vielleicht hinten dran. Ja, vielleicht sollen wir es gerade mal runternehmen. Ich habe auch kein Problem. Jetzt musst du mal kurz runter. Von den Fenstern. Vielleicht auf der Rückseite. Vom Dachbau, das kann noch alles sein. So, hier haben wir was. Aber leider eine Registriernummer. Alte Postleitzahl, aber. Kein Jahr mehr. Okay. Leider. Hätte ja sein können. Das Gebäude ist älter. Das Gebäude ist schon die 1900. Ja, okay. Aber das Bild ist schon, denke ich mal, so um die 70er. Ah, okay.
Nee, das ist komisch. Nee. Ja, ist ganz komisch. 47%. Okay. Ja, dann machen wir den nachher nochmal einen Strom und benutzen die 4K. So, dann gehen wir mal hier hin. Mhm. Auch komplett alles umgebaut. Okay. Was hier nur das Problem ist, hier habe ich halt immer eine permanente Flucht oder Wechsel von Personal. Und ich habe eine sehr, sehr hohe Fluktuation, was im Büro anbelangt. Und geht auch nicht mit rechten Dingen zu. Das ist das richtig, verstehe, das bezieht sich aber nur auf die Mitarbeiter, die hier arbeiten. Gut, ich habe aufgrund, dass ich eine Personaldienstleistungsfirma habe, habe ich sogar so eine hohe Fluktuation, aber das Büro ist wirklich sehr, sehr befallen. Und das bei der Auslage. Ja, bedient euch, ja. Also ich muss ehrlich sagen, schon als wir hier vorne reinkamen, ich wusste gar nicht, was das mal war oder was es mit sich auf sich hat, aber ganz komisch. Selbst dieser kleine Raum hier fühlt sich ganz komisch an. Ja, und da wurde anscheinend der Schatten bemerkt, hier in dieser Ecke, von meiner früheren Lebensgefährtin in diesem Bereich, wo sie hier gearbeitet hat. Stefan, kannst du gerade mal kurz hier zum Büro hier? Sollte der sein. Kalt. Das kommt schön gut an, dass die Eis geht. Kalt, wir haben jetzt hier 19 Grad. Hier ist eiskalt. Ja, hier ist auch eiskalt. Also der Heizkörper ist warm, wenn er jetzt hier anfällt. Eiskalt ist schon echt das Komische drin. Also hier. So, das muss jetzt eigentlich hier die heftige Ecke sein. Ne? Ich sag's gerade zu ihm. Ich sag's wirklich gerade zu ihm. Also hier. Da tut sich einiges. Die Maske, wo kommt die her? Die kommt aus Italien. Das hat ist bei uns im Brauch, dass man einfach das Böse draußen lässt. Ne? Hier war der Eingang vom Bestattungsinstitut, eigentlich da, wo das Fenster sich befindet. Okay, deswegen habe ich auch gesagt vorhin, jetzt wird's hier, könnte sein, dass es jetzt hier heftig wird. Ja, also wie gesagt, ich stehe gerade hier, du warst noch da vorne und hast erklärt, dass der Heizkörper warm ist. Und ich sage in die Kamera, also hier ist gerade echt heavy. Leute, wie viele Menschen hier reinkamen, wirklich unter tiefster Trauer. Da muss nichts zurückgeblieben sein, aber möglich ist das schon. Muss ich ganz ehrlich sagen. Das hattest du ja auch am Telefon erwähnt. Es muss doch nicht mal sein, dass Tote hier waren, allein die ganze Trauer, die hier geblieben ist. Ich meine, ich musste jetzt die letzten drei Jahre zweimal gehen. Ich weiß, was das für ein Gang ist. Es gibt schönere Gänge, die man machen kann. Und die Emotionen, ja, wir sagen ja, dass Emotionen auch zurückbleiben können. Ja, das heißt, es muss noch nicht mal wirklich ein aktiver Spuk sein, dass ein Geist da ist. Es reicht schon, was weiß ich, so alte Hinrichtungsstätten waren wir jetzt vor kurzem, was wir da aufgenommen haben. Das ist absolut verrückt. Ich bin mal gespannt, was wir hier später haben. Bin ich echt gespannt, weil ich habe das sofort gemerkt. Also hier war der Empfang, wo sie auch gekommen sind, aber hier war der Bestatter. Der eigentlich immer rein und raus gegangen ist, auf dem Friedhof war, hier kam, also... Schauen wir mal. Dein Arbeitsplatz. Mein Arbeitsplatz. Hier drinnen schon mal irgendwie dich merkwürdig gefühlt oder? Außer Ärger und genau, das wollte ich gerade fragen. Das ist hier so der Ort, wo die ganzen schlechten Nachrichten. Genau, ja. Oder also die meisten. Ja. Die meisten. Also auch von Angestellten, die kommen mit Problemen, lassen dann ihr Päckchen hier liegen und gehen. Also es ist so das sogenannte Problemzimmer. Ne? Wenn es Probleme gibt, kommen sie zu mir. Und dann heißt es hier, sucht man eine Lösung. Ja. Dessen, du das jetzt gerade erzählt hast, ne? Ich habe sowas öfter auf Untersuchungen, habe ich dich vor meinem geistigen Auge in dem Sessel gesehen, wie du wirklich da so gesessen hast. Deine Gedanken konnte ich nicht lesen, aber dein Gesichtsausdruck war, das kann alles nicht wahr sein. Genau so ist es. Genau so ist es und es ist schon permanent, oder was ich sage. Ich habe das wirklich gerade eben so gesehen, wie er da drin sitzt. Deswegen sage ich, das ist dein Arbeitsplatz. Als ob man die ganzen schlechten Nachrichten hier drin irgendwie noch nachempfinden kann. Mhm. Das Negative spüre ich hier definitiv.
und hoffe, dass wenn wir hier richtig geräuchert haben, dass das weg ist. Das sollte man hoffentlich direkt merken, dass man hier merkt, okay. Man kriegt wieder Luft. Genau, man kriegt wieder Luft, man fühlt sich besser. Ja, von hier sind wir gekommen. Ne? Genau. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir auch direkt hier wieder durch. Weil ich sag mal, mit hier sind wir, glaube ich, jetzt durch. Sind wir durch, dann machen wir es so. Dann lasse ich hier zu im Büro. Und dann gehen wir durch genau, dann schließen wir Stecken, gehen dann durch die Tür. Okay. Und dann gehen wir da mal in deine Halle. Ja? Weißt du, das hier auch offen? Okay. Und wenn dann was rein wird. Ah, sehr gut. Sehr gut, weil daran habe ich nämlich gestern Nacht auch gedacht, ich soll hier den Rundfang jedes Mal aufziehen. Nee, das habe ich schon dran gedacht. Cuttings wäre extrem scheiße. Ja. Da drinnen. Ja, das war so einmal zusammenschieben. Ja. Ja, ja. Wie wenn irgendeiner eine Tonnenlast auf deinem Rücken liegt, auf die Schultern und dann. Also richtig. Ja. So Leute, hier wurden quasi die Särge gelagert. Eigentlich hier weniger, hier war so eher so ein Kellerraum, Abstellraum. Ah, okay. Gelagert wurden die dann genau dort. Ja. Du sagtest gerade beim Reinkommen irgendwas, was ist dein Problem hier? Oder hab ich dich einfach Na, Problem, seitdem ich das gekauft habe, also es wurde mir angeboten, ich habe das mit der Stadt auch besprochen gehabt, dass ich das umbauen darf in Wohnräume. Ja. Nachdem ich es dann gekauft habe, ist dann alles zusammengebrochen. Das heißt, ich durfte nicht mehr bauen, Nein. ich durfte keine Wohnungen reinmachen. Also totes Kapital. Das völlig, ja, ja, boah. Völlig. Also wir haben mit Architekten, mit Zeichnungen, mit Plänen, mit Änderungen, mit Anwalt, wir haben alles versucht und keine Chance. Das heißt, ein Haufen Geld reingesteckt, beziehungsweise beim Kaufen und man kann nichts machen. Außer, Mensch, das ist aber auch wirklich extremes Pech. Ne? Ja, also das... Wer rechnet dann mit sowas? Vor allem, ich war da davor, wurde das schon abgesprochen. Das wurde ja mit der Stadt besprochen. Die Person wollte auf einmal nichts mehr davon wissen, war nicht mehr da. Selbst die Termine, die wir hier gemacht haben gemeinsam, sind verschwunden, waren nicht mehr auf dem Rechner. Ich weiß nicht, ob das jetzt böswillig war oder nicht. Will ich jetzt mal niemanden unterstellen. Man weiß es nicht, ne? Aber es klingt nicht gut. Sagen wir es mal ja, so. Aber selbst wenn wir gesagt haben, das wurde besprochen, dann hieß es ja, in der Terminhistorie ist nichts drin. Also... Egal was ich gemacht habe, ist eigentlich völlig in die Brüche gegangen. Ja. Mega ärgerlich. Ja, sehr. Mega ärgerlich. So, jetzt gehen wir mal ins Sarglager. Ja. Ich mache das mal mit. Boah. Also ich weiß, dass oben die Särge gelagert gewesen waren, direkt hier oben drauf. Viele okay. auch hier drin, also in diesem Bereich. Okay. Und was halt hier war, das waren alte Holzkreuze. Mhm. Und zwar diese provisorischen Kreuze, die man an den Grab dann fürs macht. Erst, genau. Ja, erst mal reinmacht. Ja. Und von denen waren hier natürlich sehr, sehr viele, die ich auch persönlich dann entsorgt habe. Ne? Die waren aber jetzt einfach blanko? Nee, mit Namen. Ja. Schön. Wenn das einer nicht gepasst hat, Pasquale, kann das Ganze erklären. Wenn einer das dir kommen genommen hat, dass du das kurz wirklich. Ich hoffe, es war nur eine, weil es war bestimmt 50, 60 Stück, was ich hier entsorgt habe. Also das reicht fast nicht. Also da tut sich jetzt gerade schon so eine neue Möglichkeit irgendwie auf, ne? Wenn ich da jetzt mal so drüber nachdenke. Aber gut, wir werden ja heute Abend hoffentlich einiges erfahren. Und dann gucken wir mal weiter. Aber deswegen frage ich die ganze Zeit, hast du das entsorgt oder haben andere das entsorgt? Also was ich auch entsorgt habe, es waren auch so Kindersärge habe ich entsorgt, habe ich noch ein paar gefunden. Und was ich entsorgt habe, war die alte, diese Transportwanne. Ja. Also wenn jemand, sagen wir, frisch verstorben hat, dann kommt er in so eine ja. Alu-Transportwanne. Ja. So eine habe ich auch entsorgt. Also mit Deckel und allem drum und dran. Gut, an denen muss jetzt nichts gehangen haben, weil ich sage mal, das sind einfach nur Gebrauchsgegenstände gewesen. Aber die Kreuze sind ja halt schon auch was Persönliches, sage ich jetzt mal. Muss nicht sein, dass es was damit zu tun hat, aber boah, das klingt echt wie aus einem Horrorfilm.
Ja, echt stolz. Also vor allem, wenn da die Namen schon drauf gestanden sind. Genau, du bist echt tough. Also ich glaube, ich hätte gesagt, ich hole irgendjemand, der das hier rauskriegt, aber ich schmeiße es nicht mit. Mhm. Gut, da geht es jetzt noch hoch. Glaub? Geht es noch hoch? Zwei Etagen. Ja, das ist ja ganz schön viel Fläche, die man da... Ja, also man achtet und untersucht. Oh, wird schon. Würde ich auch gerne aufmachen, das fällt hier auf. Nee, muss nur gucken, wie ich das mit der Kamera hinge, aber das kriegen wir hin. Ich wollte gerade sagen, gibt es zu mir. Also da hinten wird es mir schwindelig. Da, wo jetzt Berti steht. Also ich registriere, mal geht's genauso. Dann bin ich auch gegangen. Ey, das war jetzt gerade hier. Ja, Presse. Wie wenn dir einer den Kopf im Schraubstock zusammendreht. Ja, war original. Das war jetzt gerade richtig Druck. So stelle ich mir das beim Tauchen vor, irgendwie in einer extremen Tiefe oder so. Das merkt, wie der Druck wird. Merkst du irgendwas, Berti? Boah, für mich war das gerade. Ja, ich habe angefangen standen, deshalb bin ich sofort wieder zurückgegangen. Das ist so ein komisches Eck. Das heißt auf gut Deutsch. Hier nochmal die Ecke runter, da waren noch welche. Die standen dann hier alle so Reihe und Glied hintereinander. Standen die dann alle hier so. Wie viel waren das circa, als du hier aufgeräumt hast? Ja, das ist hier also, das. Entsorgt habe ich die nicht, weil die waren ja vom gut, die waren ja neu. Okay. Da klappert hier das Glas. Wo ich es gekauft habe, waren die noch sehr, sehr lange hier. Ja. Und ich rede mal wirklich von bestimmt 60 bis 70 Särge, wo hier lagen. Boah. Ja. So zügig natürlich die alten Kreuze, die dann auch oben und beziehungsweise im hinteren Bereich deponiert waren. Ne? Boah, aber hier ist auch ganz komisches Gefühl. Ne? Boah. Nee. Aber das ist eine ganz, ganz komische Ecke. Da oben und hier unten. Das ist. Boah. Boah. Das hält. Nee, nee. Achso, das klappert. Ja, ja, das klappert. Ja, hier auch die Gläser, wenn du da dran vorbeiläufst, dann schwingen die. Weißt du, dass hier der Hotspot ist? Ich weiß es nicht. Das werden unsere Geräte uns nachher erzählen, wo der Hotspot ist. Definitiv. Ja. Man muss aber eins sagen, das habe ich erst im zweiten Step gekauft. Ne? Mhm. Das habe ich erst vor ein paar Jahren circa dazu gekauft. Waren dann da drüben schon die Ereignisse, bevor das dazu gekauft wurde? Ja. Das hat halt jetzt nur noch den Kreis geschlossen aufgrund unseres Gesprächs. Das heißt, Bestattungsinstitut, Wohngebäude und jetzt dann noch das Sarglager, wo ich jetzt eigentlich, wo meine Sekretärin mich drauf gebracht hat, ne, eigentlich gesagt hat, hör zu, aber da waren doch früher noch die Särge. Und dann ist mir erst eingefallen, sagen, ja, vielleicht ist es wirklich einfach so ein kompletter Kreis, wo man einfach sagt, okay. Bestattung, Urnen, Transporte und dann noch die ganzen Särge und die Kreuze. Das ist so. Also ich sage das jetzt, weil ich weiß, dass du sehr gut damit umgehen kannst, aber ich bin mir 100% sicher, dass hier auch eingebettet wurde. Das kann mir keiner erzählen, dass die den Sarg zum Friedhof gebracht haben, dort dann angefangen haben. Die, ich glaube das nicht. Ja. Ja, sind wir durch, ne? Sind durch. Oder wollt ihr noch was sehen? Das war mein Ding jetzt. Also ich habe schon viele Privatfälle gemacht und Vorbegehungen, aber das hier, das war jetzt echt zeitaufwendig. Ja, sehr, ja. Es ist schon kein kleines Objekt. Nee. Und ich meine, man muss ja auch wirklich alle Möglichkeiten durchgehen. Es bringt ja nichts zu sagen, nö, wir lassen das weg, weil vielleicht kommt es genau aus irgendeiner Ecke, die wir dann auslassen. Und das wäre mega ärgerlich, weil irgendwo muss es einen Hotspot geben. Ja. Ich vermute wirklich entweder die Büroräume oder tatsächlich oben die Wohneinheit. Marc? Ja? Berti, geht's gerade überhaupt nicht gut? Was ist los, Berti? Ja, er ist so extrem, aber... Ist der Schwindel immer ausgegangen? So hab ich dich noch nie gesehen, klar. Ja. Stimmt, ja, komm. Ich lauf hin. So ähnlich, ja. Ja, geh mal raus. Ja, Leute, irgendwie schien das Pech von Pasquale auf uns abzufärben. Die Produktion dieser Episode war echt von Pleiten, Pech und Pannen verfolgt. Es war unglaublich.
Jedes Mal, wenn die Episode fertig gerendert war, hörte ich einen ganz, ganz fiesen Tonfehler, der sich komplett über den ersten Teil der Episode breit machte. Das wollte ich natürlich nicht so stehen lassen. Wir haben heute den 13.11., sprich, der Tag, an dem die Episode rauskommen soll. Ich habe die ganze Nacht gegrübelt, wie ich diesen Fehler beheben kann. Also ist meine Entscheidung auf einen Zweiteiler gefallen. Weil komischerweise hört man den Tonfehler, wenn man die Episode halbiert, nicht. Wundersam, wundersam, aber egal, das war Teil 1 und Leute, Teil 2, die Untersuchung, wird richtig krass. Also wechselt einmal rüber und schaut's euch ganz einfach an. Viel Spaß bei Teil 2.